Tag. Thomas, ich hätte gerne mit den Herrn und der Frau Voss gesprochen. Bin was? Ja, was gibt es denn? Ah, sehr schön. Schön, dass Sie sich leiten, Frau Voss. Also, ich mache es ganz kurz. Ich mache heute eine Umfrage für den Verbraucherpilot. Zum Thema Sicherheit der Bürger in Deutschland. Ja? Und wo bringt der mich jetzt hin, der Pilot? Tut mir leid, können Sie wiederholen, bitte. Wo bringt mich der Pilot denn hin? Ach, ich bin leider kein solcher Pilot, ja. Ach so. Ich bin vom Verbraucherpilot, ja. Also Sie fliegen auch? Ja, genau. Verbraucherpilot, Sie sind halt Verbraucherportal, ja. Machen Umfragen, Meinungsforschung und ähnliches. Ach, interessant, ja. Genau, das machen wir immer mit den Verbrauchern, ja. Und heute wollte ich so eine mit Ihnen machen, und zwar zum Thema Sicherheit der Bürger. Hätten Sie Lust, mir zu helfen? Also, wenn Sie mir eine Knarre schicken, gerne. Ich habe leider keine. Ja, soweit zum Thema Sicherheit. Grenzen zu, ne? Knarren für jeden Bürger. So muss es sein. Nein. Doch, aber richtig. I love Trump. Oh, um Gottes Willen, nicht mal annähernd wie Donald Trump, ja? Frau Voss. Nein, und das, was jetzt hier abgeht, das ist richtig, ja? Das finden Sie schön. Ich finde es fürchterlich, was hier abgeht in unserem Land. Sie scheint sich auszukennen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie unsere offizielle Statistik kennen, Frau Voss. Im letzten Jahr gab es sogar 167.000 Einbrüche. Das macht im Durchschnitt alle 4 Minuten einen Hauseinbruch. Haben Sie das gewusst? Ich gehe davon aus, dass ich das weiß, und mein Haus ist komplett abgesichert. Ah, wunderbar, sehr schön. Gut, dann sind Sie als Ansprechpartner ja super. Frau Voss, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher fühlen Sie sich denn zu Hause zum Beispiel? Was denken Sie? In mein Haus sehr sicher. Ob es Ihr Einbrecher sich fühlt, das wird man ja dann sehen. Ich habe 3 im Keller zu liegen übrigens. Hoffentlich kommt nie dazu, ja. Hoffentlich wird bei Ihnen nicht eingebrochen, ja. Doch, sind Sie ja schon. Und die schreien immer noch. Die müssen Sie nur abholen. Die kommen nicht mehr raus. Ja, wie lustig. Ach, ich finde es nicht. Sehr nette Ansprechpartner, Frau Voss. Ja, gut. Okay, tut mir leid, ja. Ich schweife ab. Frau Voss, das ist mal unser Partner Alarmexperte. Unverbindlich telefonisch natürlich informieren, wie Sie sich vor Einbrüchen schützen können. Ja? Wie ich mich vor Einbrüche schütze? Ja, genau. Ich habe meinen Bodyguard hier. Ich habe eine Schießanlage ums Haus installiert, und ich bin sehr sicher. Wenn der Staat mich nicht schützen kann, muss ich es selbst tun. Und das tue ich. Gut, ich stimme eigentlich auch zu. Ich darf das leider nicht machen, aber ich stimme schon vollkommen zu, ja? Das habe ich alles mitgebracht, als ich aus den Staaten, also aus den Staaten zurückkam. Wissen Sie, ich habe in Kalifornien jahrelang gelebt, und da macht man das nur so. Pech gehabt. Man klopft ja an der Tür und geht nicht einfach durch, oder? Was würden Sie denn machen? Möchten Sie Ihren Täter oder Einbrecher zum Cover einladen? Ich denke nicht. Ich darf Ihnen leider nicht zustimmen, und ich glaube, es ist auch ein bisschen ungesetzlich, ja. Das ungesetzlich? Was ist ungesetzlich? Dass ich mich verteidige? Das ist Gesetz. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So einfach geht das. Auch hier in Deutschland. Genau. Gut, sehr gute Einstellung, Frau Voss, ja. Gut, ja, danke für das nette Gespräch, Frau Voss. Und ja, tut mir leid, dass Sie gestört haben. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Passen Sie auf, immer die Knarre bereit, mein Sohn. Peng! Wunderbar. Ja. Wunderbar. Heute die. So was habe ich heute noch nicht gehört. Wunderbar. Tja, dann haben Sie es jetzt. Können Sie mal wieder abspielen. Danke für das nette Gespräch, ja. Gerne. Wiederhören. God bless America. Dankeschön. Wiederhören.